war ich ständig unterwegs und werde auch nur sein. Weil wenn wir jetzt nicht auf die Straße gehen, sind wir ab Februar Kriminelle. Nur weil wir gesund sind. Und das kann nicht sein. Ne? Also erstens, aber ich bin zum Beispiel ein typischer ehemaliger Grünwähler, ein Stammwähler der Grünen und bin sehr enttäuscht von dieser Partei. Vor allem, für mich gibt es links und rechts überhaupt nicht mehr, von dem will ich gar nichts mehr wissen, weil auf mich, also für mich persönlich kann die Antwort auf Ausgrenzung niemals Ausgrenzung sein. Und die Ausgrenzung, die ich von links jetzt erlebe, von politisch unter Anführungsstrichen links, ist wahnsinnig absurd. Da darf ich mitgehen. Und am Vorwärtsplatz darf ich nicht mehr rein, weil es 2G haben und ich nicht geimpft bin. Das ist das Problem. Dass das gibt, kann man kein Vorwärtsspiel nicht anschauen, weil ich nicht rein darf. Nicht, weil ich ein Stadionverbot habe, weil ich auf dem Zaun aufgekreuzt bin, so wie früher, nein. Sondern weil ich nicht geimpft bin. Das ist der absolute Wahnsinn, oder? Ich habe es eh schon einige Mal in einem Interview gesagt, vielleicht sollten sich der eine oder andere, auch im Gemeinderat, hier herbemühen und einmal schauen, welche Menschen das sind, die hier sind. Es sind ganz vernünftige, anständige Menschen, die sich hier für ihre Rechte auf die Straße begeben. Und nächste Woche, 50. Spaziergang in Steyr, wäre eine ganz, ganz gute Gelegenheit dafür.